So, es ist immer noch der 30.08. Wir haben es jetzt mittlerweile 21 Uhr. Das ist jetzt der krönende Abschluss. Wir dürfen auch mal in der Grillkota sitzen und jetzt grillen wir noch mal vernünftig, bevor wir morgen fahren. Oh, verdammt, Taco, ist das heiß neben dem Grill. So, was legst du da Schönes auf, mein Schatz? Gefülltes Schweinefilet mit Leberkäsebrät. Mit Leberkäsebrät? Ja, mit Leberkäse. Okay. Dann werden wir gleich wissen, ob das auf dem Grill so funktioniert. Und gefüllte Champignons. So. Also ihr legt hier jetzt mehr in den indirekten Bereich schon. Ja, die Schwammerl brauchen ja nicht. Also, ich lege das gleich noch ein bisschen um. Ja. Schauen wir mal, ob wir das hier auf diesen Grill hinbekommen. Champignons gefüllt mit? Frischkäse. Und noch? Käse überbacken. Käse überbacken. Ja gut, schauen wir, wie wir das hier hinbekommen. So Freunde, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen umgebaut. Zuerst habe ich die zwei Filetstücke noch etwas weiter in den indirekten Bereich gepackt gehabt. Die Pilze waren gerade noch mal unten. Und jetzt haben wir den kompletten Grillrost noch etwas höher gehängt. Ja, und die Pilze wieder mit drauf. Warum? Dass uns das jetzt nicht verkohlt, weil im Prinzip ist ja das jetzt hier wieder back to the roots, Flachgrillen. Ein größeres Gitter wäre natürlich jetzt auch recht gewesen. Aber ich kann euch sagen, das kriege ich noch nachgeliefert. Das geht dann über den Funkenflugschutz komplett rüber. Also haben wir da dann definitiv mehr Grillfläche zur Verfügung. Mmh, lecker, 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 lecker. Yeah, eine Opfergabe für die Göttin Brucella in unserem Tempel. Ja, wir müssen auf alle Fälle eben noch ein paar Kohlen nachlegen, damit es schön warm bleibt. Ja Leute, das jetzt wieder Flachgrillen ist natürlich jetzt wieder mal eine ganz neue Herausforderung, weil wir ja hier jetzt keine indirekte Zone so haben. Das heißt öfters das Fleischdrehen. Jetzt liegen sie sozusagen hochkant. Pilze werden wir nachher auch mal so austauschen. Aber jetzt gibt es zuerst einmal eine leckere Lynchburg Lemonade. Gut, gut. Es sieht immer besser aus. So langsam, ja, wird das Essen. Wunderbar. Und der Richard spielt am Handy rum. Was hältst du von der ganzen Geschichte hier? Schon warm hier. Sascha? Super, genieß es. Gut. Total toll, das Feuer am Abend zu sehen. Ja, momentan ist ja eh mehr Glut. Gut, ein paar Fettreste oder das Fett, wo rein tropft, das flammt halt ein bisschen. Aber so von der Flamme geküsst ist schon geil. Aber es ist wirklich eine schweißtreibende Angelegenheit hier herin. Hilft nichts. Ja, genau. 32 Grad gerade hier herin. Aber trocknet 32. Der CO-Melder da oben. Und ne, Kohlenmonoxid. Warner. Der wird im Endeffekt dann komplett da oben hinkommen. Momentan eben bloß hier ein Holzbrettel hingestellt. Zur Tarnung. Leute, ich brech zusammen. Ihr habt schon wieder eine Bastelidee bekommen. Vorgeschlagen kriegt. So wächst im direkten Bereich. Und ja, ich denke mir doch eventuell, dass ich mir hier selber so halbseitig vielleicht noch eine Wanne zusammenzimmer aus Edelstahl, die dann genau hier unten reinpasst und auch nicht rausrutschen kann. Das ist auch noch ein Projekt, was unter die Videos Grillkota passt. Definitiv dazugehört. Yeah, ich glaube, das Essen ist fertig. Aber vorher, Sascha, was hast du da in der Hand? Ein Gästebuch. Hast du dich da schon drin verewigt? Ja, ich bin gerade am Überlegen.
Ah, liebe Gäste, das ist wechseln euch. Schönen Spruch. Dann danke für die gute Zeit. Ja, dann überlege mal und nach dem Essen kannst du dich dann da eintragen. Genau. Aber jetzt, Leute, ich sehe, glaube ich, gerade blöd aus ohne Hut. Aber bei der Hitze hier sehe ich jetzt wieder besser aus. Essen ist fertig! Ah, Spätzle gibt es auch noch dazu. Sehr geil. Mhm. So, die brauchen ja noch ein paar Minütchen. Jetzt schauen wir mal, dass wir das Ding hier... Geht. Geht nicht mehr. Heiß. Ganz hoch hängen. Für das andere Teil ziehe ich jetzt einen Handschuh lieber an. Das Sicherungsteil. Nicht, dass uns hier das Ding nach unten wegrutscht. So. Und so halten wir es jetzt noch warm, bis sie alle zum Essen kommen. So, Freunde, ich musste gerade noch ans Telefon springen. Hier wird schon das Essen verteilt, die Pilze verteilt und leckere Spätzle. Selber gemachte, gehe ich mal davon aus. Freilich, sagt die Patricia. Sehr geil. Süß, ja. Ja, und jetzt werden gleich dann die viel gefüllten Filets angeschnitten. Aber erst schaue ich mir jetzt noch einen Pilz. Schatz, sie hat Hunger und wartet mit dem Anschnitt natürlich wieder nicht auf mich. Nee. Aber das ist jetzt völlig egal. Oh, und vom Grill hier kommt immer noch eine gute Hitze rüber. Ich gehe mal hier mit der Kamera ein bisschen weiter weg. Jetzt wird es Zeit, dass Winter wird. Jetzt wird es Zeit, dass Winter wird, jawohl. Also wir haben jetzt auf alle Fälle noch gewartet, bis der Leberkäse seine KT hatte. Ich glaube irgendwas um die 70, 72 Grad. Filet ist dadurch natürlich auch komplett durch. Aber ich glaube, das tut dem Filet jetzt keinen Abbruch. Besonders nicht mit dem Leberkäse drinnen. Ja, und so auf dem weißen Teller sieht man das doch herin recht gut mit der Beleuchtung. Jo, und die Soße ist das leckere Bourbonhähnchen von gestern. Es wird ja immer besser. Jo, und jetzt ab in Hals. So, Freunde, ich fange jetzt mal hier mit den Spätzle an. Den Teller darf ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Selber gemachte Spätzle sind immer noch am besten. Besonders, wenn sie mein Schatz gemacht hat. Pilz. Hervorragend durch. Ja, und jetzt, last but not least, Salat habe ich nämlich noch keinen auf dem Teller, hole ich mir noch das Filet mit dem Leberkäse. Wenigstens wird das Essen heute noch so Leberkäse. Richtig geiles Essen heute wieder. Kann ich auch sagen, was ihr da drin ist. Wunderbar. Ich esse jetzt und danach gibt es noch ein Sammelfazit, glaube ich, einmal. So, Leute, ich flack hier jetzt in einem Eck von der Kota, Rand voll gefuttert. Das war wieder sowas von lecker. Abartig geil. Machen wir drei durch. Sascha, wie hat es dir geschmeckt? Ganz super toll. Mir läuft das Wasser runter. So. Das könnte aber auch von der Temperatur her drin sein. Super. Schatzi, wie schaut es bei dir aus? Die hat noch einen Mund voll. Rita? Total lecker. Richard? Einfach fantastisch. Tja, Leute, jetzt habt ihr gleich noch ein schönes Grillvideo. Es war wirklich hervorragend. Ein schönes Grillvideo aus der Kota bekommen. Vorbereitungen wurden leider nicht gefilmt, aber ich denke, so ein Filet zu füllen mit einem Leberkäsebrät zu würzen und mit Bacon zu umwickeln, sollte jeder hinbringen, der es nachmachen möchte. Mit was hattet ihr das gewürzt? Mit der Schweinerei vom Beef Buddy. Schweinerei vom Beef Buddy. Ah ja. Gut. Das war's dann mit
der ersten Vergrillung in der Grillkota. Ja, Testvergrillung. Erste Vergrillung. Ja, Leute, Patricia ist leider schon davon gerannt. Nee, die kommt gerade schon wieder. Die kommt gerade schon wieder. Vielleicht spricht die uns jetzt doch noch ein Fazit. Jetzt kommt sie nicht näher. Das hat sie gehört. Kommt keiner. Ja, egal. Okay. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja, da werde ich dann das LAN-Kabel ziehen, definitiv. Ja, ganz genau. Leute, Tschaikowski.